Bei uns im Bundesland ist bald Wahl und bei uns in ganz Deutschland ist im September Wahl. Und wir möchten uns heute fragen, möchte Gott oder erwartet Gott von uns oder ist es sogar unser Gebot, wählen zu gehen? Ich meine, was ist, wenn keine Partei da ist, die mir gefällt? Und können wir eigentlich falsch wählen? Ich weiß nicht, ob dein Bundesland wählt, meins wählt Rheinland-Pfalz und ein paar andere auch noch, aber im September ist Bundestagwahl. Es heißt, es ist das Wahl der Jahre. Das Jahr der Wahl, das Jahr der Wähl, das Jahr der Wahl. Es ist das Jahr der Wahlen. Und deswegen werden wir im August oder September nochmal ein ausführliches Video machen, wo wir jedes einzelne Wahlprogramm anschauen werden, von den Linken bis zur AfD und uns genau in deren Wahlprogramm anschauen. Für was stehen die? Stimmen sie mit dem, was die Bibel sagt, überein oder geht das gegen die Bibel? Das wird ein ziemlich langes Video, wahrscheinlich so ein 40, 50 Minuten Ding. Deswegen, wenn du das sehen willst, bleib dran. Wir werden nämlich die Parteien auseinandernehmen. Also wir sind der Meinung, dass es die Pflicht und die Verantwortung von jedem einzelnen Christ ist, wählen zu gehen und unsere Leiter zu bestimmen. Aber nicht nur irgendwelche, sondern die, die christliche Prinzipien fördern. Gott hat mit Sicherheit die Kontrolle auf der Welt, das ist klar. Aber das bedeutet nicht, dass wir nichts tun sollten, um seinen Willen hier auf der Erde zu fördern, um seinen Willen hier umzusetzen. Also uns ist befohlen, für unsere Leiter zu beten. In 1. Timotheus 2, 1 bis 4 können wir das lesen. Und in Bezug auf Politik und Leiterschaft gibt uns die Bibel sozusagen Beweise dafür, dass Gott manchmal unzufrieden ist mit dem, wie wir wählen. Steht in Hosea 8, 4. Da steht nämlich: Eigenmächtig haben sie Könige und Führer über ihr Volk eingesetzt, ohne mich, den Herrn, zu fragen. Also ja, wir können falsch wählen. Wir sehen Beweise auf der ganzen Welt, dass Sünde oder der Einfluss von Sünde die Welt zerstören kann. Und ein Großteil des Leides hier auf der Welt ist von da entstanden, wenn gottlose Leiterschaft ausgeführt wird. Das können wir zum Beispiel in Sprüche 28, 12 lesen. Da steht nämlich: Wenn Menschen, die Gott gehorchen, an die Macht kommen, brechen herrliche Zeiten an. Aber wenn Gottlose das Sagen haben, verstecken sich die Leute. Du hast wahrscheinlich in der Corona-Zeit ganz oft den Spruch gehört, und das stimmt auch. Wir als Christen haben die Aufforderung, unseren Autoritäten, unseren Regierenden zu gehorchen und Folge zu leisten. Denn es sei denn, sie widersprechen den Geboten von Gott. Zum Beispiel Apostelgeschichte 5, 27 bis 29 und Römer 13, 1 bis 7 können wir das lesen. Als Christen sollten wir also danach streben, unsere Leiter zu wählen, die sich selbst von Gott leiten lassen. 1. Samuel 12, 13 bis 25. Kandidaten oder Vorschläge, die sich gegen biblische Gebote für das Leben, für die Familie, für die Ehe oder gegen den Glauben stehen, sollten wir niemals unterstützen. Sprüche 14, 34. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Partei Abtreibung unterstützt, es befürwortet oder es sogar noch weiter nach vorne bringen will, ist das ein ganz großes Warnzeichen. Und ganz kurzes Statement hierzu. Seht ihr dieses Bild? Das ist mein Körper, das ist nicht mein Körper. Okay, let's go weiter. Also wir als Christen sollten so wählen, dass wir ins Gebet gehen und in die Bibel schauen und nicht einfach nur schauen, wer hat das schönste Wahlplakat oder wer war schon immer an der Macht. Ich möchte jetzt keine dummen Vergleiche ziehen, aber der Teufel ist hier auf der Erde auf der Macht, wie wir es in der Bibel sehen können. Und das war er schon immer, das heißt nicht, dass es gut ist. Ihr könnt euch jetzt selbst überlegen, was ihr mit der Aussage macht. Okay, Christen in vielen Ländern werden unterdrückt, werden verfolgt und werden getötet für ihren Glauben. Und sie leiden unter Regierungen, die sie nicht ändern können. Und unter Regierungen, die ihren Glauben hassen und sie zum Schweigen bringen möchten. Und diese Christen beten immer wieder die gute Nachricht von Jesus, indem sie sogar ihr Leben riskieren. In Deutschland sind wir Christen ziemlich gesegnet. Wir haben das Recht, uns offen auszuleben und wir dürfen unseren Glauben zeigen, wo auch immer wir wollen. Und wir dürfen hier in Deutschland auch unsere Führer wählen. Und wir müssen nicht fürchten, dass unsere Familie einfach verhaftet wird für unseren Glauben. Aber momentan gibt es viele Menschen, die versuchen, den Namen Jesus aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. Und wählen ist eine Gelegenheit, eine gottgefällige Regierung zu wählen, die Jesus Namen beschützt und die Bibel bewahrt. Und diese Gelegenheit zu verpassen bedeutet, dass wir denen, die Jesus Namen schädigen wollen, die Möglichkeit geben, unser Leben zu beeinflussen. Das Leben von ganz vielen anderen Menschen zu beeinflussen, sodass sie gar nicht zu Gott kommen können. Also die Führer, die wir wählen oder nichts tun, um sie abzuwählen, haben großen Einfluss auf unsere Freiheiten. Das sehen wir aktuell ja ziemlich deutlich. Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort ergriffen werden sollen. Weil unsere Führer können entscheiden, ob unser Recht auf Religionsfreiheit und das Recht, die Bibel zu verbreiten, geschützt wird. Oder sie können das Recht einschränken, wie in manchen anderen Ländern. Sie können unsere Nation in Richtung Verantwortung und Wahrheit führen oder in Richtung Katastrophe oder moralische Katastrophe. Zum Beispiel Same Sex. Als Christen sollten wir aufstehen und unserem Gebot nachkommen, eine gottesfürchtige Regierung zu wählen. Und nicht nur eine, die ein schönes Lächeln hat.